Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Exitbox von Shakusa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Exit von Shakusa, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine Box im Querformat, hauptsächlich in Grau gehalten. Wir haben hier ein gemaltes Cover, ein gemaltes Boxdesign. Und zwar haben wir hier eine Hand, einen Arm, der hier so von unten nach oben geht. Und der hängt hier an einem Seil. Und an diesem Seil sehen wir hier so einen roten Ballon. Also wenn ich den Albumtitel jetzt mit diesem Cover hier irgendwie deuten soll, dann würde ich es so verstehen, dass dieser Ballon quasi der Exit ist, also dass mithilfe dieses Ballons ein Weg rausgefunden wurde. Und wir haben auch passenderweise diese Ballonschnur hier als I verarbeitet. Ja, also da lässt sich eine Menge rein interpretieren. Hier unten haben wir dann eine Wolkendecke. Links ist alles in Grau, rechts ebenso. Hier eben Wolken und dieser Arm samt Seil. Hier zieht sich das Ganze dann weiter, also der Ballon ist echt riesengroß. Auf der Rückseite haben wir dann Planeten, sieht so aus, als wäre das hier der Mond. Und dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Was man sagen muss, das ist echt anstrengend für die Augen. Also es ist echt so ganz fein gekörnt, so schwarz und weiß. Und dann noch diese weiße Schrift, also das tut echt weh auf Dauer, wenn man da irgendwie lesen möchte. Ja, das ist eine Herausforderung. Gut, genug zum Äußeren. Wir schauen mal hinein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Einen Sticker und einen zweiten Sticker. Dann haben wir hier noch ein Poster und eine riesengroße Autogrammkarte. Von innen die Box in schwarz gehalten. Dann packen wir die mal zur Seite und räumen hier mal ein bisschen auf und dann können wir gleich mit dem Album starten. So, also das ist das Albumcover, sehr ähnlich wie das Boxcover, nur eben hier dann doch etwas farbiger Verlauf, hier von dunkelgrau so auf hellgrau-weiß. Auf dem Cover der Box war ja wirklich alles in diesem Grauton gehalten und das wirkt generell ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal freundlicher oder farbiger. Es ist das fünfte Soloalbum von Shakusa, kommt in einem Digipack. Hier auf der Seite lesen wir Shakusa Exit und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, die hier spannenderweise in drei so Blöcken aufgeteilt ist. Und zwar haben wir hier insgesamt 17 Tracks, also 7, 5 und 5 von der Verteilung her. Dann haben wir hier den Barcode und die Credits. Und hier wieder dieses Seil, das sich durchzieht. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Wir haben hier einmal das Booklet, mit dem starten wir gleich mal. Und es dürfte sich wohl, ja, um kein reguläres Booklet handeln, sondern um ein Poster-Booklet. So, bedeutet, wir haben hier ein Poster im Hochformat. Auch hier wieder dieser Arm, der samt dem Ballon hier wegzuschweben scheint. Und dann haben wir hier so diverse Zitate, Textzeilen von Shakusa. Also auf Erden, große Fresse, bis er stirbt. Alle rundherum haben mich angestrahlt, die Sonne, sie blendet. Da war vorher keine. Geplante Weltreisen wurden zu Städtereisen. Es fehlt ein Baustein, beschädigte Traumwelt. 30.000 Briefe für eine Schreibmaschine. Ja, sehr tiefgründige Zeilen. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze dann so ohne zusätzlichen Text. Also hier lesen wir nur Shakusa und Exit. Auch hier wieder der Mond und diverse rote Ballons. Und hier unten dann die Wolkendecke. Ja, ist jetzt eine Alternative zum regulären Booklet. Aber ich muss ehrlich sagen, so schön ich solche Poster-Booklets finde, mir fehlen dann doch irgendwie so die
normalen Infos eines Booklets. Also wenn man schon so ein Poster-Booklet macht, meiner Meinung nach, dann sollte das einseitig bedruckt sein, das Poster, und zumindest auf der Rückseite sollte dann irgendwie das Ganze verschriftlicht sein, also die Infos, wer an dem Album mitgewirkt hat, wer die Beats produziert hat und so weiter und so weiter. Im Idealfall auch noch die Credits, die Lyrics. Naja, so viel dazu. Wir haben dann hier die Credits mehr oder weniger. Also hier stehen einfach mal die Infos, bei welchen die jeweils hier verlegt werden. Die Herrschaften, die hier mitgewirkt haben. Wir packen auch gleich wieder dieses Poster-Booklet mit rein. Dann falten wir das hier weiter auf. Und dann haben wir hier die Credits eingedruckt. Jawohl, immerhin. Hier können wir genauer nachlesen, wer an dem Album mitgewirkt hat, wer hier produziert hat. All das lässt sich hier rauslesen. Und dann haben wir hier die Album-CD. Auch hier wieder in Grau und Weiß gehalten. Also rein so vom Artwork her recht schlicht und eher, ja, ich sage jetzt mal düster. Dann haben wir zusätzlich zum Album die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. 1:1 vom Design her wie das reguläre Cover, nur eben hier mit Instrumental. Auch hier haben wir dann wieder die Tracks aufgelistet, 17 an der Zahl. Dann schauen wir mal, so sieht die dann aus. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. So, zwei Sticker haben es auch in die Box geschafft. Einmal diesen hier, der Cover-Sticker in kreisrunder Form. Und dann haben wir diesen hier, ist von der Form her im Hochformat und ist, ja, also erinnert mich jetzt sehr stark an ein Lesezeichen von der Form. Ist wahrscheinlich auch so vom Verwendungszweck gedacht. Hier oben haben wir einmal die Adresse www.shakusa.de, dann hier wieder Albumtitel plus Interpret und dann hier eben der Ballon. So, damit nicht genug. Wir haben ein Shirt mit dabei und ähnlich trist und grau wie das Artwork des Albums ist auch dieses Shirt. Wir haben hier in der Mitte einen Aufdruck im Hochformat und auch hier wieder das Album-Artwork, das Cover abgebildet, aber eben komplett in Grau. Auf der Rückseite ist hier nichts weiter zu sehen. Hier ist wirklich alles grau in Grau. Und wir haben jetzt bei diesem Shirt zu tun mit einem Shirt in der Größe L. Das war, glaube ich, die Standardgröße, also da gab es keine verschiedenen zur Auswahl. Und vielleicht finden wir hier noch was. So, wir haben es hier zu tun mit einem Shirt Confidence in Textiles. Okay. Also so ein, jawohl, hier sehen wir es. Ethical Trade and Justice for Workers, also unter humanen Bedingungen hergestellt. Fair Wear lesen wir hier. Ein Continental-Shirt und das Ganze ist vom Material her 85% Baumwolle, 15% Viskose und wo haben wir es? Ich lese jetzt hier gar nichts bezüglich der Herstellung. Nein, kann ich jetzt hier nicht feststellen. Gut, unbekannterweise, Grüße gehen raus. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und kommen zu den letzten beiden Inhalten. Und zwar haben wir hier einmal eine Autogrammkarte mit dabei. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine der, wenn nicht sogar die größte Autogrammkarte, die ich je gesehen habe. Also die ist echt gewaltig. Und wir haben hier Shakusa mitten in einem Feld stehen. Und dann hier mit schwarzem Edding unterschrieben. CHAK, also Chuck. Ja, ist fröhlicher in meinen Augen. Also ich meine, ja, der Blick, das Gesicht jetzt nicht so ganz, aber rein so von der farblichen Gestaltung und auch das weiße Shirt wirkt irgendwie deutlich fröhlicher als der Rest des Artworks. Rückseite ist blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Poster. Dieses ist im Hochformat. Und hier haben wir Shakusa mit einem kleinen Karton, auf diesem steht Exit. Er steht hier in einer Allee, also hier so am Straßenrand. Und es sieht so aus wie so ein klassischer Anhalter. Der möchte, dass man ihn mitnimmt und wahrscheinlich am besten
hier raus, also irgendwie einen Exit finden. Das ist der Grund seines Stehens hier. Gut, einseitig bedruckt, Rückseite ist weiß, wie wir sehen können. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Größentechnisch dürfte das ungefähr A1 sein. Dann haben wir hier die Autogrammkarte im Hochformat. Die beiden Sticker, einmal kreisförmig, einmal hier hochkant. Ja, wie gesagt, Lesezeichen in meinen Augen. Dann das Shirt in der Größe L in Grau gehalten. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Sowie natürlich das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box Exit von Shakusa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.